Für den Besuch der Lagunenstadt Aveiro haben wir uns einen Campingplatz ausgesucht, der liegt in Barra. Das ist so ungefähr 10 Kilometer von Aveiro entfernt und liegt auch direkt an der Küste. Ja, der Vorteil von dem Campingplatz hier in Barra, das ist ganz klar die Lage. Wir können zu Fuß von hier aus zu dem wunderbaren Strand von Barra kommen. Und jetzt in der Nebensaison ist es auch hier natürlich angenehm leer. Aveiro, die kleine, bunte Lagunenstadt, sollte man schon mal gesehen haben. Hier sollte man unbedingt auch eine Bootstour auf den Kanälen mitmachen. Das macht umso mehr Spaß, wenn man so eine launige Schiffsführerin hat, wie wir das hatten. Anschließend schlendern wir noch ein wenig durch die Stadt, die eine angenehme Mischung aus Tradition und Modernität hat.
Die Salinen von Aveiro liegen am Rande der Stadt. Hier kann man ein bisschen rumspazieren zwischen den Salzwasserbecken und auch ein wenig der Arbeit zuschauen. Heute Morgen sind wir extra früh für euch aufgestanden, denn das Sonnenlicht für diese schönen Aufnahmen, das ist nur am frühen Morgen hier. Und wir sind jetzt hier an der Costa Nova, ungefähr 2 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt. Und ihr seht selber, ne, hier die schönen bunten Holzhäuser, das ist das, warum wir hier sind. Wirklich schöne Bilder. In der Sommersaison ist hier bestimmt haufenweise los. Im Moment ist es am frühen Morgen, naja, wir haben jetzt glaube 9 Uhr oder so, menschenleer. Aber es ist einfach toll zum Filmen und Fotografieren, das Licht ist optimal gerade. Ja, ihr seht es ja selber. Ja, die bunten Häuser hier sehen ein bisschen aus wie Legoland, finde ich jedenfalls. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, hier an der neu gestalteten Promenade entlang zu spazieren und das wunderbare Sonnenwetter zu genießen. Im örtlichen Fischmarkt kaufen wir dann noch für den Abend einen super leckeren Fisch ein, der hier unfassbar günstig ist. Hier, guck mal. Nova lohnt auf jeden Fall einen kleinen Abstecher, ist auch nur 2 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt. Wir nutzen unseren Roller noch einmal und setzen mit der Fähre nach São Jacinto über. Lohnt sich auf jeden Fall zu besuchen. Hier gibt es ewig lange und einsame Sandstrände und sogar mindestens 2 einfache Wohnmobilstellplätze. In Torreira finden wir dann noch ein weiteres Postkartenmotiv. Seht selbst. Hier im Hafen des kleinen Ortes liegen diese zahlreichen bunten Fischerboote. Was für ein tolles Bild. Ihr seht selber, die Lagune von Aveiro lohnt sicherlich auch einen längeren Besuch.
Oh, wir haben heute Morgen auf dem Fischmarkt leckeren Fisch gekauft. So eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und werden wir jetzt mal ein bisschen klein schneiden. Und dann gibt es das Ganze heute Abend hier im Wok auf dem Gas. Auf der Gasflamme werden wir das hier schön ordentlich erhitzen. Ne? Und dazu gibt es dann natürlich logischerweise einen Weißwein. Ne? Einen jetzt hier von Via Real, vom Douro-Gebiet. Ich denke, wir können schon mal anprosten, oder? Prost. Boah, ereignisreicher Tag heute. Ja. Viel gesehen. Bunte Boote. Ja. Bunte Häuser. Gestreifte Häuser. Genau. Und ganz viel Sonne. Tolle Strandspaziergänge haben wir heute gemacht. Wir haben uns das absolut verdient, ne? Und ja, können wir mal hochhalten hier. Ne? Lecker sieht das aus. Das ist alles frisch gefangen. Und hupsala, das werden wir dann gleich jetzt mal dann ja, hier anbraten. Ne? So sieht das jetzt aus. Das ist jetzt eine bunte Mischung aus Gemüse, Paprika, Zucchini, Tomaten und dem Fisch. Ein bisschen Knoblauch dran, ordentlich gewürzt. Ja, dann sind wir gleich mal sehr gespannt, ob das denn auch wirklich gut schmeckt. So, das ist dann also unser schöner bunter Mix, ne? Und wollen wir mal gucken, wie das so schmeckt. Ne? Ja, ihr seht, es ist mittlerweile dunkel geworden. Ihr könnt uns beim Essen leider nicht mehr zugucken. Deswegen essen wir mal ohne euch weiter. Ne?